Good morning Leute und willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich habe heute ein paar Sachen zu erledigen, aber als allererstes habe ich jetzt gerade mein Zimmer aufgeräumt und zeige es euch einmal. Also hier habe ich einmal mein Bett gemacht, hier habe ich mein Pyjama, dann habe ich jetzt hier eine neue Lampe, die habe ich mir gestern gekauft von Sustrene Grene und so einen kleinen Planer Journal von Tiger, Flying Tiger aus dem Centro. Und so sieht hier die Ecke aus, der hier soll noch weg und mein Schreibtisch ist nicht ganz ordentlich, obwohl es passt auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich nie ordentlicher aussehen. Hier ist dann einmal mein Schminktischzimmer und mein Kleiderschrank. Hier habe ich auch einmal mir nochmal neue Spangen gekauft, weil meine sind irgendwie hässlich geworden. Und einmal mein Bad. Auf jeden Fall werde ich jetzt in Ruhe gleich was frühstücken. Wir haben irgendwie, ich weiß nicht, sieht man hier, wie spät wir haben? Keine Ahnung. Und dann mache ich mich in Ruhe fertig und dann habe ich später mit meiner Mutter einen Termin zum Nägel machen. Und zwar machen wir zusammen unsere Fußnägel. Da nehme ich euch auf jeden Fall auch mit, aber erstmal muss ich jetzt die Kamera laden. So, meine Haare sind fertig. Die haben jetzt gut Volumen, liegen richtig schön, sind aber auch nicht so zu glatt. Ich mag das einfach nicht bei mir oder an mir. Und jetzt schminke ich mich noch ein ganz bisschen. Ich wollte ein Video machen für TikTok oder zwei, was ich alles für meine Haare benutze, weil ich auch richtig oft gefragt werde, welche Produkte ich benutze. So Leute, ich bin ein bisschen im Stress. Das ist mein Outfit. Einfach ganz schwarz. Und die Tess-Axe. Und jetzt geht's auch schon los. Wir jetzt einmal einkaufen und schauen dann, was wir holen. So Leute, wir sind zurück von unserem Einkaufen. Ich zeige euch jetzt, was wir geholt haben. Also wir machen Burger, kann man glaube ich auch erkennen. Und zwar haben wir einmal hier Burger Buns. Dann habe ich Röstzwiebeln geholt. Dann haben wir Salat. Dann haben wir Burger-Gurken, Jalapenos, Tomaten, dann eine Burger-Soße, Käse, ganz wichtig Cheddar, schmeckt auch mal gut auf Burger, und zweimal Irish Angus Burger. Die schmecken auf dem Grill sehr lecker. Nicht zum Burger, aber ich habe es gesehen. Ich muss das unbedingt mitnehmen. Einfach Caramel Macchiato von Starbucks. In so einer großen Milchtube jetzt. Damit kann man bestimmt einen nicen Kaffee machen. Das sind jetzt alle Sachen. Jetzt machen wir den Grill an und machen die da drauf. Und ich bereite schon mal hier die Sachen vor. So, ich habe jetzt alles nach draußen geholt. Wir essen nämlich draußen. Jetzt noch ein paar Drinks. Ich bleibe bei Wasser. So sehen die gerade aus. Sieht sehr gut aus. Hi Leute, erschreckt euch nicht. Ich filme gerade mit meinem Handy. Ich weiß nicht, ob die Qualität jetzt grottenschlecht ist, aber ich versuche mein Bestes zu geben. Filme auch mit der Außenkamera. Auf jeden Fall haben wir gerade 5.19 Uhr und ich kann nicht mehr schlafen. Seit 2 Uhr liege ich wach und mein Kopf ist so voll. Keine Ahnung wieso. Heute haben mein Freund und ich Jahrestag. Wir sind heute 4 Jahre zusammen. Und ich habe kein Geschenk für ihn. Eigentlich hatten wir aber gesagt, wir schenken uns nichts. Aber ich habe erfahren, dass er mir wohl doch was schenkt. Und deswegen muss ich jetzt auch irgendwas machen, sonst fühle ich mich wirklich komplett schlecht. Und wir werden jetzt einfach seinen Lieblingskuchen backen. Und zwar Zitronenkuchen. Ich habe schon ein Rezept rausgesucht und irgendwie kann ich meine Kamera nicht finden, deswegen filme ich gerade auf dem Handy. Ja, deswegen machen wir jetzt diesen Kuchen.
kurze Anmerkung, ich werde nur ein bisschen so grob mitfilmen, nicht wirklich sprechen, weil meine Mutter schläft noch, die möchte jetzt nicht unbedingt wach machen. Und zum Glück braucht man bei dem Gerät eh kein Küchengerät, deswegen es wird auch nicht wirklich laut sein. Für alle, die denken, ich bin rücksichtslos, ich bin es nicht. Und wenn das Rezept gut wird, ich mache es zum ersten Mal, generell mache ich Zitronenkuchen das erste Mal selber. Wenn das Rezept gut ist, dann schreibe ich euch es auf jeden Fall in die Infobox. Schon der nächste Tag. Ich habe meine Kamera die ganze Zeit nicht gefunden und jetzt lag sie einfach hier bei meinem Freund unten unter so einem Tisch. Und ja, ich wollte euch nochmal den Kuchen zeigen. Das ist da geworden. Ich finde, der sieht echt gut aus und der war auch echt lecker. War natürlich ein bisschen viel, aber wir haben beide schon was gegessen. Und gestern waren wir auch Pizza essen. Das sieht jetzt nicht mehr so yummy aus, aber diese Pizzeria ist richtig nice. Wenn ihr in Essen seid, dann geht zu Capo Bianco. So Leute, ich bin ready. Ich habe mich nur ein bisschen fertig gemacht. Meine Haare sind noch von gestern. Und jetzt mein Make-up und mein Outfit. Party People, ihr wisst wahrscheinlich, dass ich immer noch Semesterferien habe und ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich morgens so mache, damit ich so ungefähr eine Routine habe. Habe ich mir hier so einen schönen Matcha gemacht, habe mich hier hingesetzt und habe erstmal so mir ein paar Dinge für den Tag aufgeschrieben. Also ich habe hier dieses Buch. Ich kann euch sowas ehrlich empfehlen, ihr könnt sowas auch selber erstellen. Hier steht zum Beispiel, today I woke up feeling. Dann schreibst du es dahin, this will make today a good day. Habe ich auch hingeschrieben, today I'm glad that. Today my big question is. Und am Abend machst du das nochmal. Und da reflektierst du dann, was du aufgeschrieben hast. Und das habe ich jetzt ganz neu angefangen. Ich habe jetzt hier so ein schönes Buch, You Look Better Than Beyoncé Today. Hier schreibe ich einfach Daily Affirmations rein. Nachdem ich das gemacht habe, mache ich immer direkt mein Bett, damit ich mich bloß nicht wieder reinlege. Mache ich auch immer morgens meine Gua Sha Routine, entweder unter der Dusche oder wie jetzt hier mit Öl. Dann nehme ich hier mein Gua Sha und nehme dann hier einfach so ein Öl und dann mache ich das Ganze in meinem Gesicht. Vielleicht zeige ich euch das auch einmal irgendwann. Also wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mir das mal gerne schreiben. So Leute, ich habe gerade mein Video endlich schneiden können. Ich habe nämlich gestern auch ein Wimpern-Tutorial für euch abgedreht. Das kommt jetzt bei TikTok online heute. So sieht das aus. Und irgendwie wollte ich die ganze Zeit nicht meine Kamera mit dem Computer verbinden, aber zum Glück hat es funktioniert. Und jetzt mache ich mich gleich fertig. Und dann treffe ich mich mit meinem Freund und wir wollen einkaufen gehen. Und dann mal schauen, was wir noch machen. Und ich muss heute auf jeden Fall auch einmal zur Uni fahren. So Leute, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Ich hatte irgendwie voll Lust, heute ein bisschen schick zu machen. Deswegen habe ich hier so ein süßes, rosanes Kleid an. Und solche Sandalen, die habe ich von meiner Mutter gemapst. Ich zeige euch es einmal im Spiegel. Ich finde das richtig süß. Das kann man halt auch so schulterfrei tragen. Aber ich glaube, ich mag das mehr, wenn das so ist. Ich habe das mal bei ASOS bestellt. Jetzt nehme ich erstmal zur Bücherei, zu meiner Uni. Wir müssen für meinen Freund Bücher abgeben, die er ausgeliehen hatte. Und ich muss mir welche ausleihen. Hallo Leute, es ist der nächste Tag und ich würde mich jetzt hier von euch verabschieden und den Vlog beenden. Ich war heute noch in Roermond und das habe ich alles für TikTok mitgefilmt, plus auch ein Haul. Und ich wollte einfach nicht, dass der Vlog zu lang wird, deswegen würde ich ihn jetzt hier beenden und ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss!